Hallo, grüß euch, da ist wieder der Ingo mit einer neuen Film-Review. Heute geht es um das Thema Casino. Und zwar, der Film heißt 21, Blackjack-Film. Schauspieler, Hauptdarsteller der Jim Sturgess, ist mir bis jetzt in keinem Film wirklich aufgefallen, aber in diesem Film macht er es das wirklich sehr, sehr gut. Mit dabei auch zwei Hollywood-Größen, Lawrence Fishburne und Kevin Spacey. Kurz zur Geschichte. Der Kevin Spacey ist ein Mathematikprofessor am MRT und sucht sich dort begabte mathematische Studenten, die er dann dazu verwendet, um in Las Vegas Casinos auszurauben. Neben mir wieder der Herr Baron. So ist es. Du hast den Film leider noch nicht gesehen. Nein. Trotzdem sitzt er da. Warum hast du ihn noch nicht angeschaut? Ja, dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Ja, ist was dazwischen gekommen? Ja, weil die Abendschule, wie gesagt, ja. Da habe ich halt ein bisschen Prüfungsstress gehabt. Naja, ausgeliehen habe ich ihn, aber leider vorher eingeschlafen. Aber du bist selbst auch ein bisschen Blackjack-Spieler. Eher Poker, ja. Hast einen eigenen Poker-Koffer, ja. Daheim, ja, und? Aber nur allein gegen sich selber kann man halt leider doch nicht spielen. Das ist allerdings richtig, ja. Aber Blackjack, eh bekannt, gell, höchste Zahl 22. So ist er. Genau. Und, ist ja nicht 21? Könnte natürlich auch sein, Herr Baron. Der Film heißt ja 21, also muss das ja damit irgendwie zu, was zu tun haben. Man sieht, der Mann geht Abendschul. Lernt man doch sowas? Nein. Naja, auf jeden Fall, meine Empfehlung. Das hat der Hausverstand. Das ist der Hausverstand, okay, alles klar. Also, auf jeden Fall, meine Empfehlung ist es: 21, und wenn der Schulstress dann vorbei ist, dann schauen wir mal den ganzen in Ruhe an. Genau. Also, und das würde ich euch auch empfehlen. Genau, obwohl er ihn noch nicht gesehen hat, aber er empfiehlt es. Viel Spaß dabei. Ich meine.